Ja, Servus, Grüezi und Hallo. Euer Mr. Key stellt in der heutigen dritten Folge der sogenannten Brot- und Butter-Sounds nochmal einige Beispiele vor. An den beiden Keyboards hinter mir, dem Yamaha PSR E353 und darunter am Yamaha Genius. Ja, wie auch in den letzten Folgen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, aus diesen Solo-Klangfarben, in der Regel sind es Solo-Klangfarben, natürlich eine zweite oder am Genius eine dritte Klangfarbe hinzuzufügen, das Ganze zu mischen, damit der Sound noch breiter, noch voller wird. Da gibt es x verschiedene Varianten, Möglichkeiten. Aber das Hauptthema ist ja, welche Sounds, welche Brot- und Butter-Sounds kann man nehmen, welche werden im alltäglichen Bühnenleben gebraucht. Und die möchte ich einfach solistisch in erster Linie vorstellen, auch in der heutigen dritten Folge. Ja, wir haben in Folge 1 und 2 ja schon so einige sogenannte Voice-Kategorien, die Klang Gruppen für die Klangfarben in den Yamaha Keyboards durchgegangen und heute kommen sozusagen die letzten verbliebenen ja, Klanggruppen dran und dann habt ihr, wenn ihr alle drei Folgen, alle drei Videos gesehen habt, einen wirklich schönen Überblick, welche Sounds für welche Situation ihr so nehmen könnt, wo man die finden kann, in welcher Klangkategorie. Und ja, nutzt einfach die Möglichkeiten des jeweiligen Keyboards, was ihr vor euch habt, im Musikgeschäft, bei Freunden, wo auch immer ihr daran mal spielen könnt und probiert das einfach mal aus. So, ich verschwinde jetzt hier wieder vom Bildschirm. Ihr wollt ja die beiden Keyboards sehen mit den entsprechenden Einstellungen. Und ich wechsle mal wieder die Kamera. Zack, da sind wir wieder. Und ich ziehe das hier noch ein bisschen runter. So. Ja, dann wechsle ich auch mal wieder das Mikrofon. So, und gehe hier rüber an das Mikrofon und an die beiden Keyboards. Ihr seht, ich habe mir wieder Notizen gemacht für das kleinere Keyboard, wie auch in den letzten Folgen. Das ist ganz hilfreich und so kann ich recht schnell die entsprechende Nummer einstellen, um euch diesen Sound, diese Klangfarbe in den Voice-Kategorien zu in den Klanggruppen vorzustellen. Ja, vorher muss man noch mal abhusten. Okay. Ups, da muss ich auch umschalten. So, wir sind heute in der Klanggruppe Percussions als erstes und bei einigen Instrumenten steht statt Percussions eventuell auch Chromatik Percussions. Damit sind ja, Schlaginstrumente gemeint, die einen Ton haben. Das heißt, man kann mit diesen Instrumenten auch Melodien spielen. Schlaginstrumente sind natürlich auch Schlagzeug, aber die haben eben nur in der Regel einen Ton, aber keinen Melodieton. Und ja, eben diese Klanggruppe möchte ich heute mal mit ein paar Beispielen vorstellen. Und los geht es mit den allseits beliebten in den Ferien, ja, auf Jamaika zum Beispiel, wer schon mal dort war, gibt es ja diese Ölfässer-ähnlichen Instrumente, die sogenannten Steel Drums. Und damit geht es heute los mit dem ersten Klang, die Steel Drums. Thank you.
Ja, am Schluss noch so ein kleines Tremolo. Das muss man am oberen Keyboard, bei einigen anderen natürlich auch, denn selber spielen. Macht auch viel Spaß, mal so die Finger, so eine Art, so ein Zitter-Modus ist das, mal diese Art zu spielen. Im Genus zum Beispiel gibt es auch eine Taste dafür, da hält man einfach dann zwei Töne oder mehr und den Rest übernimmt das Keyboard. Ja, wie klingen die Steel Drums im großen Keyboard? Ja, auch nochmal mit dieser Zitterhand, sage ich mal so, selbst gespielt. Und so ein ganz großer Unterschied zum Original ist nicht mehr hörbar. Bei beiden Instrumenten doch eine sehr schöne, realistische Klangfarbe. Ja, weiter geht es mit dem sogenannten Vibraphon. Optisch natürlich nicht mit einer Tastatur aussehend, aber die Anordnung dieser, Stäbe, auf denen man spielen kann, oder Klangplatten, sagen wir es mal so rum, die sind ähnlich aufgebaut wie beim Keyboard, sehen allerdings nicht schwarz-weiß aus, das muss man auch dazu sagen. Aber wer Keyboard spielen kann, der kann auch auf einem Vibraphon spielen. Man nutzt da allerdings dann so kleine Schlägel und das Ganze klingt im oberen Keyboard so. Diesen Tremolo-Effekt kann man auf diesem Instrument auch in echt natürlich mit zwei Schlägelstöcken auch so machen. Ja, das Ganze am Genus. Da klingt das Ganze dann so. Jawohl. Wir schalten von der 122 auf die nächste Nummer und kommen zum nächsten Schlaginstrument, dem Marimba. Hier drücke ich auch mal die rechts 3 Voice-Taste, sage ich mal so. Und dieser Ton ist ähnlich wie beim Vibraphon, nur weicher. Das liegt an dem Material dieser Klangstäbe. Die sind hier aus Holz gefertigt. Und das Ganze klingt so. Schon eine sehr schöne Klangfarbe. Ja, schwuppdiwupp geht es weiter in den nächsten Klangbereich und gucken wir nochmal, da sind wir in den synthetischen Bereich drin, in den sogenannten Synth-Pad-Bereich. Synthetisch und Pad, das sind Flächenklänge, ähnlich Streicherklängen, aber mit diesen Flächenklängen kann man natürlich im Hintergrund nehmen, zur Begleitung, aber auch solistisch bei einigen kann man diese Pads eben auch solistisch anwenden. Ja, und los geht's mit einem weihnachtlichen Ton. Ich sage es jetzt mal so, weil
diese Klangfarbe passt auch für das ein oder andere Weihnachtslied. Auf der Nummer 114 nennt er sich Breit und das ist so ein glöckchenähnlicher Ton. Ja, da habe ich jetzt so ein Glissando-Akkord gespielt, C-Dur war das, aber natürlich auch für einzelne Töne. Ist dieser Ton sehr schön. Das ist so ein Mix aus Glocken und ja, sowas Chorähnliches. Klingt sehr schön. Und auch diese Klangfarbe nutze ich persönlich für diverse Einstellungen auch natürlich. Und auch am Genus, klar. Da klingt das Ganze so. Und diese Klangfarbe lässt sich sehr schön für verschiedene Schlager nutzen, für die Weihnachtszeit einige Stücke. Oder wenn man eventuell auch so ein bisschen was Mystisches arrangieren möchte, dafür ist auch dieser Ton gut geeignet. Das waren eben Dur-Varianten, wenn ich jetzt das Ganze in Moll mache. So klingen. Hier oben verklingt bei dem kleineren Modell der Ton natürlich irgendwann. Das ist beim Genus ein wenig anders. Er bleibt länger liegen. Wenn ich hier jetzt noch die linke Hand dazu nehme, klingt das zum Beispiel so, hat so ein bisschen was von Phil Collins gerade gehabt. Okay, oben auch nochmal. Da kann das Ganze dann so klingen. Ja, eine wirklich sehr schöne, kräftige Klangfarbe, die sehr gut durch und durchsetzungsfähig ist. Okay. Die nächste Klangvariante ist beim oberen Keyboard weit hinten und zwar auf der Nummer 467. Das Ganze nennt sich Metal Pad, also ein metallisch klingende Fläche. Hier bleibt der Ton liegen. Und dieses Metallische ist am Anfang und verschwindet aber dann. Ja, um das Ganze noch dicker zu machen bei dem oberen Keyboard, gibt es natürlich die Möglichkeit, wie immer auch die zweite Klangfarbe, die Dual-Klangfarbe hinzuzunehmen. Ich drücke mal den Taster und dann klingt das Ganze so. Da kommen noch Streicher hinzu. In diesem Fall
die das Ganze größer, lebhafter machen können. Aber aus den Streichern könnt ihr auch natürlich über die Funktionstaste in dem Punkt D.Voice in dem Menü auch jede andere Klangfarbe hierfür aussuchen. Der Ton, so ein ähnlicher Ton im Sinus, klingt ein klein wenig anders. Ist dann doch noch ein wenig mystischerer Natur. Ja, was haben wir noch hier so Schönes drauf? Genau, eine Fläche, die eine sogenannte Filterbewegung hat. Und genau, ein sogenanntes Sweep-Pad. Das heißt, wenn man jetzt einen Ton oder einen Akkord drückt, dann bewirkt eben dieses Filter, dass dieser Ton sich verändert. Ja, und klingt dadurch ein wenig anders. Aber auch dafür gibt es den ein oder anderen Song, zum Beispiel einsetzbar bei Alphaville's Forever Young am Anfang, könnte man in Kombination mit vielleicht noch Streichern oder einem weiteren Flächenklang, einem Synthpad-Klang, diesen Song spielen. Im Genus klingt das Ganze so. Mit einem Basston dazu wirkt das Ganze noch, ich sag mal, dramatischer. Keyboard würde ich denn hier bei dem der Klangfarbe vielleicht nicht unbedingt die hohen Töne empfehlen. Das klingt im tieferen Bereich denn hier doch etwas runder und schöner, die ganze Geschichte. Gut, die nächste Klanggruppe. Und da befinden wir uns in dem großen Pool der synthetischen Klänge, die Synth-Lead-Sounds. So, da gucken wir mal, das ist die 102 am oberen Keyboard. Da haben wir gleich zuerst ein SAW-Lied, ein Sawtorf-Lied-Sound. Und zusammen mit der linken Hand gespielt kann das schon sehr, sehr kräftig und fett klingen. Einfach nur als Solo-Ton.
Das ist schon eine sehr schöne Geschichte. Ja, das gleiche am Genus. Mit einem schönen Effekt versehen und dieser Sound nennt sich Blaster. Und ja, ist einer der älteren Klänge, die in der sogenannten Legacy-Klanggruppen-Synth-Kategorie versteckt sind, aber nach wie vor ein super schöner Ton, ähnlich auch wie beim oberen. Und ja, da kann man schöne, richtig amtliche Akkorde mitspielen. Oder eben auch Solo-Linien. So fort. Ein Ton, der bei beiden Keyboards sehr, sehr viel Spaß macht und zum Improvisieren einlädt. Ja. Noch eine weitere Klangfarbe. Dieser synthetische Ton ist weiter hinten in den, ich sag's mal vorsichtig, älteren Klängen versteckt. Unter der Nummer 446 haben wir jetzt einen sogenannten Heavy Synth, einen schweren synthetischen Ton. Klingt und ähnlich fett, in Anführungsstrichen fett, klingt das beim Yamaha Genus und das Ganze nennt sich hier Mega Stack. Und wie ihr seht hier in, mit der helleren Markierung, das ist einer der neueren Klänge. Ja. Das kann schon richtig schön fett und amtlich für die nächste Dance-Party klingen mit diesen zwei Klangfarben aus beiden Instrumenten. So, aus dieser Rubrik, aus dieser Klanggruppe synthetische Klänge, habe ich noch ein Beispiel für euch. Und das ist ein sogenannter Synth-Lead-Sound, Square-Lead nennt er sich beim oberen.
Ja, das obere Keyboard verfügt leider noch nicht über einen Mono-Modus. Das heißt, dass man dann solche Geschichten machen kann mit ja, zwei Fingern natürlich auch. Und dass immer nur ein Ton angesteuert wird. Ja, das heißt, hier muss man wirklich noch jeden Ton selber spielen. Beim Genus ist es ein klein wenig anders. Der hat diesen monophonen Spielmodbereich. Das hört sich dann so an. Dadurch kann man natürlich ganz typische synthetische Effekte machen, die man hier wirklich eins zu eins so spielen muss. Ja, das kann schon je nach Melodie ganz lustig, abgefahren und toll klingen. Bei beiden Keyboards gibt es natürlich weitere synthetische Klangfarben. Ist auch immer abhängig von dem jeweiligen Musikstück, das man spielen möchte. Manchmal braucht man, wie gesagt, einen kräftigen Ton, einen fetten Ton für akkordähnliche Spielweise wie bei dem ersten, den ich vorgestellt habe. Oder eben wie jetzt gerade gehört, einen ja, kräftigen, aber ich sag mal vorsichtig einstimmigen Ton, um eben die Solo-Linie zu spielen. Ja, das Ganze klingt dann so. Gut, eine Klanggruppe haben wir noch. Und das sind die nicht die Chromatik-Percussion-Instrumente, sondern in diesem Fall wirklich die Schlagzeuginstrumente, die sogenannte Drum-Klanggruppe. So, und da gibt es natürlich bei beiden auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Das ganz normale sogenannte Standard-Kit Nummer 1. Ich lasse jetzt schon mal die Bassdrum ein bisschen laufen im Hintergrund mit meinem Finger. Ja, das ist die Nummer 197. Bei anderen Keyboard-Modellen eventuell ist die Nummer da etwas anders. Ja, und falls der Schlagzeuger ausfallen sollte, die Schlagzeugerin, bei beiden Instrumenten geht das natürlich auch, dass man diesen Posten übernehmen kann. Beim Genus, ja, ist natürlich ein bisschen mehr Druck drauf. Ja, und auch die Sounds klingen sehr natürlich und lange aus. Die Becken, die einzelnen Klangfarben, das hört man auch später, kommen wir noch drauf, auf das Ausklingen, wenn wir in dem Style-Bereich sind. Auch da ist natürlich das Ausklingen sehr wichtig, damit der Rhythmus sehr natürlich klingen kann, so als würde hier neben mir ein echter Schlagzeuger, eine Schlagzeugerin sitzen. So. Ich schalte nochmal um und wir haben ein weiteres Schlagzeugkit.
Ja, das ist jetzt das sogenannte Rockkit. Es klingt aber so ein bisschen dance-mäßig im oberen Keyboard. Da ist so ein spezieller Effekt hinten mit dran. Das Schöne bei diesen Drumkits ist, dass bei beiden Instrumenten die einzelnen Instrumente, Bassdrum, Snare-Drum, Hi-Hat, die Becken, die Toms, was auch immer, auf der gleichen Tastenposition sind. Für den Fall, dass, ja, dass ihr erst bei einem kleineren Keyboard seid und irgendwann später euch an den Yamaha Genius setzt, da braucht man sich Gott sei Dank nicht umgewöhnen. Also sind die Bassdrum, Snare und so weiter nicht hier oben, sondern die sind dann weiter unten, auch an der gleichen Stelle, auf den gleichen Tasten wie bei den kleineren Modellen. Das ist schon eine feine Geschichte. Ja. So klingt das Ganze am Genius. Genau. Ja, natürlich gibt es auch analoge Drumkits hier drin für spezielle Stücke aus den 80ern. Auch in den 90ern, auch jetzt aktuell gibt es immer mal wieder so ein paar Sounds, die von sogenannten analogen Drummaschinen ja, erzeugt wurden. Und eben diese Klänge gibt es auch hier in den Keyboards drin. Da stöbert doch einfach mal nach und lasst euch überraschen, wie das Ganze klingen kann. So, eine Geschichte habe ich noch bei den Drumkits. Und zwar im Orchester, genauer im symphonischen Orchester, gibt es natürlich auch Drum-Sounds. Und ja, das Ganze kann zum Beispiel so klingen. Das wäre jetzt in dem kleineren Modell. Ja, und das Ganze klingt dann schon eventuell wie eine Marching Band, ein Spielmannszug oder eben orchestral mit diesen Schlagzeugklängen eines Symphonic Kit Drum Sets. Ja, soweit erstmal die verschiedenen Butter- und Brot-Sounds, Folge 1, 2 und heute Folge Nummer 3. Ich hoffe, ihr seht jetzt ein ganz klein bisschen klarer, was sich hinter den einzelnen Klanggruppen, Voice-Kategorie, Buttons im Genus oder bei den Aufdrücken auf der Bedienoberfläche der einzelnen kleineren Keyboards, was sich dahinter verbirgt, welches Instrument und ja, ich lade euch ein, einfach mal auszuprobieren. Sucht euch eine Klanggruppe aus und schaut einfach mal, welche verschiedenen Instrumente dort zu finden sind, wie das Ganze klingt. Spielt mal im oberen, in der Mitte oder im tiefen Bereich. Und ja, einstimmig, mehrstimmig, mit beiden Händen. Einfach mal ausprobieren, das ist sehr interessant und macht riesig viel Spaß. Ja, für die heutige Folge darf ich mich bedanken bei euch wieder und ich
bin selbst auch gespannt, was mir einfällt für die nächste Folge. Nein, ich habe schon eine Idee. Lasst euch da wieder überraschen. Die nächste Folge Tipps und Tricks für Yamaha Keyboards und natürlich die anderen Tutorial-Folgen werden auch fortgesetzt mit spannenden und interessanten Informationen für euch rund um die Welt der Yamaha Keyboards, um die Klänge, um die Rhythmen, was es da so alles zu entdecken gibt. Für heute euch alles Gute. Euer Mr. Key sagt Bye-bye.